Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Super Smash Mobs. Warum habe ich nur 40 FPS? Ich will mehr! Hallo und herzlich willkommen hier zu irgendeiner, was weiß ich, wie vierten Folge von Super Smash Mobs. Oh, mein Hals kratzt. Ja. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich in den Ferien mehr hochladen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe, das noch. Naja, die Ferien sind ja eigentlich schon vorbei. Ist ja jetzt nur noch das Wochenende. Jetzt ist Sonntag. Es ist kurz vor 6 abends und ich bin saumüde. Es tut mir leid. Eigentlich, ich hatte wirklich. Nee. Nee, Dead Runner, nee. Ich hatte wirklich vor, mehr hochzuladen. Das hat aus welchen Gründen auch nicht geklappt. Das weiß ich selbst nicht so genau. Irgendwie war das alles so Zeit und so. Ach nee, und dann hatte ich wieder keinen Bock hier. Dann war eine Aufnahme wieder versaut und dann hier so. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Und wir spielen heute mit dem Wizard Kid. Und ich muss sagen, das ist fast eines der beschissensten Kids, die es überhaupt geben kann. Hackt der? Ist der gerade geflogen? Der ist doch gerade geflogen, oder? Ich habe schon ganz schön oft hier Hacker erlebt hier. Und ich, oh Mann, greift mich doch nicht alle immer gleich an. Ist doch scheiße! So, und die zweite, ach ja, das stimmt, ich sollte erstmal die erste Attacke erwähnen. Die erste Attacke ist hier einmal dieser Wither Skull. Mann! Alter! Oh Gott! Und das war die nächste Attacke, die ich euch zeigen wollte. Die wollte ich eigentlich erst erklären, aber jetzt muss ich sie schon vorher zeigen, weil er so extrem auf mich ausrastet. Alter! Alter Schwede! Übrigens, diesen Kopf hier kann man auch warten. 3, 2, 1, 0. Diesen kann man auch steuern, und zwar rechts und dann hier so voll so bumm. Lasst mich alle hin! Habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? Alter, ich halt es nicht aus. Ja, er ist runtergefallen. Danke. Ich habe noch 4 Leben. Mal sehen, ob wir was draus machen können. Ich bin gerade total im. Oh. Oh, übrigens, dieser Klon, den ich hier erstelle, der. Mann, ich bin immer so aufgeregt in der Sekunde und dann weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll. Oh, ja. Putz. Gut, das war nix. Gut, aber um nochmal zu diesem Wither-Image herauszukommen, also diesen Klon, habt ihr sicherlich schon gemerkt, man kann tatsächlich die Plätze tauschen. Und das ist es, was dieses Kid so trollisch macht, sag ich mal. Denn, oh Mann, warum ruckelt das? Sind das Thema? Das sind Thema, ich fasse es nicht. Du willst mich verarschen. Wenigstens ist der runtergefallen. Den wollte ich gar nicht töten. Ist ja cool. Ist ja cool. Oh, jetzt habe ich mich selbst mit dem Kopf getroffen. Jetzt kann man nämlich einfach im Kampf die Plätze tauschen und das Image macht dem sogar noch Schaden. Und das Doofe daran ist, das Image ist computergesteuert. Sprich, egal wie klein deine Hitbox auch sein mag, er wird dich immer treffen. Und früher hat er auch viel mehr Schaden gemacht. Das wurde aber leider entfernt. Haben sie sich gedacht, nö. Ja, und jetzt macht der hier wieder meinen Job. Wenn er. Alter, triffst du mal? Ja! Ja, wir haben gewonnen! Ja. Ich würde sagen, dann nehmen wir noch das zweite Kit. Ach ja, GG. GG. Ja, Hallöchen. Ich habe gerade aus Versehen die Aufnahme beendet und zwar mit diesem Zeichen. Voll komisch, weil das ist, ich habe meine Aufnahmetaste auf der Zirkumflex-Taste und zwar will ich als nächstes einen wahren Block-Spammer nehmen als nächstes geht hier. Und zwar der Enderman macht sage und schreibe 7 Schaden, also als hätte er ein ganz normales Dia-Schwert in der Hand. 6 Rüstungspunkte.
hat eine Attacke und eine Rettungsaktion, sag ich mal. Und naja, die ist doch ganz schön doof manchmal. Also ich finde, es wäre besser, wenn man da so eine Enderperle nehmen könnte, denn wie ihr sehen könnt, ich muss da aber auch ganz genau hingucken. Wupp, ich habe mich hier teleportiert. Und dann kann ich hier nämlich auch Blöcke, egal welchen, nehmen. Hauptsache, der ist oben und dann kann ich den werfen und... Ja, ihr seht schon, er macht 11 Schaden, also kann... Oh, Alter. Kann sehr, sehr stark sein. Oh, schade. Ich dachte, ich treffe den noch. Hm, oh, Skelett, das ist nicht gut. Oh, 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 oh! Mann! Alter, sonst treffe ich doch immer so extrem gut hier. Und jetzt so, voll du, boom. Oh, habe ich wohl einen Kill geklaut. Ne? Oh, what the fuck? Was war denn das für ein Rückstoß? Nein, Alter. Ich hoffe, wir sind jetzt wirklich keine Teamer dabei. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gequittet sind. Ich habe mir die Namen auch... Marm. Hör auf. Hör einfach auf. Ich habe mir die Namen auch gar nicht gemerkt. Von daher... kann sein, dass hier einer da... Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Au. Tut doch weh, sag mal. Und... Oh, schade. Ich dachte, ich treff. Falltür. Oh, das kann ich nicht. Ah, das kann ich nicht. Kann ich Feuer nehmen? Oh, Alter. Ich liebe es. Vor allem im Nahkampf kann dieser Block, also jetzt nicht Nahkampf, sondern eher so Mittel-Nahkampf. Und ihr schon wieder getroffen. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Mann, da, ich werde ja von allen Seiten angegriffen. Das macht doch die Team doch jetzt nicht, oder? Die Team doch jetzt nicht, oder? Dann sind das wieder die gleichen. Ich fass es nicht. Gut, gegen ein Team habe ich auch keine Chance. Ich probiere es einfach. Oh, Alter. Warum ruckelt das immer in dem Moment, wenn ich angreifen will? Ey, ich komm nicht mal in die Nähe von dem... Oh, Alter, es gibt's doch gar nicht. Ich hab keine Chance, Alter. Ich bin ja sofort tot. Ich hasse Teamer. Ich hasse sie einfach nur. Wie asozial muss man sein? Also, an erster Stelle stehen natürlich Hacker. Aber die Teamer. Vor allem finde ich die lustig, die hacken und Team. Die kotzen mich richtig an. Aber hier... Ja, keine Chance, Alter. Na los, mach. Fickt euch alle. Ihr könnt mich mal. Das gibt's nicht. Ey, eine Unverschämtheit. Ja, und jetzt auf einmal kämpfe ich gegen euch. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Schulzeit beginnt wieder. Traurig aber war. Ich weiß nicht, ob dann mehr Videos kommen werden. Dürfte eigentlich unwahrscheinlich sein, weil in den Ferien habe ich schon nur, ich glaube, eins hochgeladen. Nein, ich habe 4 hochgeladen, die ersten 3 Omsi-Videos. Die habe ich nämlich an einem Tag hochgeladen. Ja, aber sonst weiß ich nicht so ganz genau, was hier los ist. Ich würde sagen, zum Abschluss mache ich noch etwas klitzekleines. Und zwar... Big Larry. Nein, ich mach's doch nicht. Tschüss.